begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Point-and-Click-Adventure-Projekt von mir. Und zwar handelt es sich um einen meiner Lieblings-Videospielhelden, könnte man fast schon so sagen. Denn er ist unglaublich sexy, charismatisch, knuffig, gut aussehend, zuvorkommend, freundlich und einfach ein grandios sympathischer, liebenswerter Charakter. Der gute Sibyl. Ja. Den möchte man sich am liebsten ausstopfen und übers Bett hängen, ich sag's euch, zum Knuddeln. Falls da nicht schon andere Subjekte hängen oder derweil Zeug. Egal. Ja, ich werde euch mal die Optionen zeigen. Ich habe den Untertitel angemacht, weil, ja, falls es irgendwelche Soundkomplikationen geben sollte, meldet euch einfach bei mir oder meldet euch wie in der Schule, damit ich eure Gedanken lesen kann und das dann bereinigen kann. Ja, so einfach ist das. Bild, ja, Auflösung habe ich das jetzt alles mal so eingestellt. Gamma, weiß ich nicht, was das bedeutet. Das ist irgendwie, ja, so ein Verknüpfung mit Star Trek Online, keine Ahnung, Ton, wie auch immer, egal. Jo, kann sein, dass die Musik ein bisschen zu laut ist, dann gebt mir Bescheid und ja, wie gesagt, ich mach das dann alles noch so, ne? Richtig, ne? Dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Freude mit dem Intro von Sibyl. Aber vorher kommt noch ein ewig langer Ladebildschirm, wie man das so kennt. Das ist Sibyls bester Freund praktisch, ein absolut ebenfalls sehr gut aussehender Frauenversteher und Held und so weiter. Und aber ich will nichts vorweggreifen, die zwei sind die besten Kumpel des Spiels. Nehmt mich jetzt bloß nicht ernst, ja. Wusstest du schon, dass du auf www.sibyl.de Wallpaper für deinen Desktop findest? Nee, und da wäre ich nie drauf gekommen. Also ist diese Option... Ha, es geht schon los. Es geht schon los. Gehen unterdrücken. Los geht's. Ganz aufgeregt. In einem Schloss in einer Stadt lebte einst ein König. Mhm. Dieser König hieß Sibyl. Und er war ein bösartiger und gemeiner Mann. Was jetzt? Er unterdrückte und tyrannisierte die armen Bürger von Phyrianis. Das stimmt doch nicht, das Rufmord. So hätte es noch viele Jahre weitergehen können. Doch eines Tages... Ach, die hat doch eine Ahnung, die Erzählerin, also sowas. Unglaublich. Gucken wir mal rein. Ah. Ein weiterer Tag in meinem wunderbaren Reich. Was haben wir denn hier? Post, Fanpost wahrscheinlich. Eine Streitigkeit, die meiner Rechtsprechung bedarf. Meine jämmerlichen Untertanen kommen offenbar nicht ohne mich aus. Mal sehen. Der große, böse Wolf verklagt die drei kleinen Schweinchen, weil er sich beim Anpusten ihres Hauses durch herunterfallende Dachziegel eine Kopfverletzung zugezogen hat. Zauber. Die drei Schweinchen klagen wiederum den Wolf an, weil er ihr Haus beschädigt hat. Na, sowas gibt's. Sibyl, mit was musst du dich hier eigentlich abgeben? Das ist völlig unter deiner Würde, Junge. Schlag mal auf den Tisch! Okay, ich mach das jetzt für dich. Ich bin ja die gute Stimme aus dem Off, die ihm sagt, was er zu tun muss. Ja? Okay, genug in die Nase gepurbelt. Bestraf sie einfach alle! Ich sollte sie alle bestrafen. Genau! Sie werden alle dafür büßen, dass ich mir ihr belangloses Gejammer anhören muss. Ich denke, einige Jahre im Bergwerk sind hier angemessen. Das ist viel zu gnädig, du. Prächtig. Selten habe ich solch ein ausgeglichenes Urteil gesprochen. Nun kann ich mich anderen Regierungsgeschäften widmen. Ja, der Fanpost. Endlich mal. Oh, hier ist noch ein weiteres Papier. Ein Brief meines Bergwerkverwalters. Er benötigt dringend unverbrauchte Arbeitskräfte. Ich gehe davon aus, dass ich gerade genügend Freiwillige für ihn gefunden habe. Nichts könnte mir diesen Tag noch verderben.
Wer wagt es, mich bei meinen wichtigen Amtsgeschäften zu stören? Ich dachte schon, das seien Rechnungen jetzt. Wer kommt? Hi. Alarm! Rebellen greifen den Palast an! Niederträchtiges Gesindel! Was steht ihr denn hier faul herum? Los, geht nach draußen und vertreibt dieses Pack! Genau. Naja, also wisst ihr... Nun, heraus damit! Also, das ist so... Ach, sei still, du Dummkopf! Wir haben beschlossen, dass ihr uns zu wenig bezahlt, als dass wir uns dem Kampf mit den Rebellen da draußen stellen würden. Da laufen wir lieber über. Was? Ihr treuloses Gewürm wollt mir den Dolch in den Rücken stoßen? Oh, Frechheit! Das würde ich nicht gehen. Wir halten euch nur so lange hier fest, bis weitere Rebellen zur Verstärkung eintreffen. Ich hätte eben doch vernünftiges Personal anstellen sollen. Allerdings. Rebellen zu mir! Wir haben Seville gefangen! Irgendwie muss ich in den Keller des Schlosses gelangen. Dort kann ich vielleicht durch das versteckte magische Portal fliehen. Auf der Flucht mit Seville fort. Nee, Seville, du hättest die Hells Angels anstellen sollen. Da wäre dir das jetzt so in der Form nicht passiert. Wäre dann dafür anderes passiert, aber egal. Nimm mal das Seil. Die beiden Metallkugeln an den Enden verhindern, dass ich das Seil einstecken kann. Warum müssen die mir jetzt ins Wort fallen? Ah, mein von der Staatskasse abgezweigtes Privatvermögen. Ei, ei. Es kann sich schon fast mit den Schätzen meines Rivalen Gunnar messen. Vielleicht solltest du das ganze Zeug mitnehmen. Ach ja, zu gern würde ich mir die Taschen mit Gold vollstopfen. Aber ich befürchte, es würde mich bei der Flucht doch arg behindern. Lass es nur liegen. Wir kümmern uns dann schon darum. Diese Bösartigkeit erinnert mich an jemanden. Guido Westerwelle? Zu knapp daneben. Naja, egal. Gehen wir auf den Thron. Mein geliebter Thron. Eine durchaus angemessene Sitzgelegenheit, wie ich finde. Ja doch. Ich glaube noch immer, dass er uns entkommt. Darf halt keine Höhenangst haben. Habe ich erwähnt, dass es sich bei der Statue um massiven Stein handelt? Sie umzuwerfen ist mit Sicherheit keine praktikable Lösung. Willst du etwa die Mauer mit der Statue einreißen? Ha, dass ich nicht lache. Das klappt doch nie und nimmer. Dafür müsstest du einiges an Spinat essen. Bye-bye. Oder in einen Kessel mit Zaubertrank fallen. Asterix? Dr. Ignatius Faustus Seville der Erste. Seine Schandtaten sind für alle nachfolgenden Seviles ein Vorbild gewesen. Ein widerlicher Tyrann, wie alle anderen auch. Vielen Dank für das Lob. Ja, genau. Und wenn wir einfach durchs Fenster entkommen? Ha, Seville, was meinst du? Ein wenig außerhalb meiner Reichweite. Und jetzt? Willst du dir Flügel wachsen lassen? Moment, wenn er sich Flügel wachsen lässt, dann kann er ja entkommen, oder? Ach, sei still, Dummkopf. Schlaues Kerl. Die geistig Armen. Das hast du jetzt aber echt verdammt nett ausgedrückt, Seville. Du solltest wirklich mal über ein anderes Personal nachdenken. Was ist das für eine Schönheit? Ein Bild meiner Cousine Brunhilda. Hä? Das soll eine Frau sein? Die hat ja mehr Haare im Gesicht als ich am ganzen Körper. Zugegeben, über Damenbärte lässt sich streiten. Nein, eigentlich nicht. Ja, nur kein Neid nicht, ne? Ja, nachdem wir uns nicht die Taschen vollstopfen und ja auch nichts tun, gehen wir mal weiter los. Seville hat einen geilen Gang. Was? Können wir vielleicht die Axt klauen? Langsam wird's langweilig. Sei still, wir warten hier auf Verstärkung. Die Axt hängt etwas zu hoch. Verdammt. Ich werde wohl ein Hilfsmittel brauchen, um sie zu erreichen. Oh, Schitte. Die Rüstung? Sowas wird mit jedem alten Schloss geliefert. Ja, das ist gleich im Preis inklusive dabei. Sollten wir uns nicht besser Seville schnappen? Wer entkommt uns sonst noch? Ja. Da versuchen wir es. Ja, könnt ihr mal die Fresse halten, Leute? Nein, wir warten auf Verstärkung. Wir benutzen jetzt einfach mal, um an die Axt ranzukommen, Sevilles langen Stab.
Und er macht sogar... Junge, du bist einfach sexy. Ausgezeichnet! Das könnte mir für eine Flucht nützlich sein. Gute Sache. So, da habe ich doch direkt auch gleich eine... Oh, das ist hier noch... Ich denke, dass die Regierungsgeschäfte im Moment ruhen müssen. Gut. Dann benutzen wir... Ja, dann hauen wir doch hier einfach mal das Absperrseil durch, ne? Wenn das macht. Komm, Sibyl, beweg deinen Arsch. Ja, bäm, Volltreffer. Exzellent. Ich habe die lästige Seilhalterung abgeschlagen. Exakto, Lucci. Glaubst du etwa, dass du uns mit dem Seil überwältigen kannst? Tschö. Nimm das Seil und... Exzellent. Das Seil ist nun mein. Ja, du hast es vor 2 Stunden eingesteckt, Sibyl. Aber egal. Kommt. Still, wenn wir das versuchen zu kombinieren. Ich habe eine Enteraxt gebaut. Cool. Die lassen wir uns aber gleich patentieren, wenn du hier raus bist, Sibyl, ne? Muss irgendwie wieder zu Geld kommen. Habe ich erwähnt, dass es sich bei der Statue um massiven Stein handelt? Weißt du nicht. Sie umzuwerfen ist mit Sicherheit keine praktikable Lösung. Oh, never. Willst du etwa die Mauer mit der Statue einreißen? Oder ja, immer. Das hatten wir doch schon. Gut, dann versuchen wir es einfach mit dem Enterhaken. So, mach, Sibyl, tu etwas. Irgendwas, ne? Er tut sogar was. Ja, du schaffst es. Komm, mit Schwung. Ich glaube, dass Sibyl gerade fliehen will. Hey, lass das Gefängnis! So ist's recht! Oh. Du, mein Magen knurrt bedrohlich. Wollen wir nicht mal eine Pause machen? Bitte! Nein, wir müssen noch auf Verstärkung warten! Solange mich diese beiden gehirnlosen Armleuchter beobachten, werde ich das mit dem Seil wohl besser lassen. Vielleicht kann ich sie irgendwie loswerden. Jetzt müssen wir also die Wachen loswerden irgendwie, um türmen zu können. Dann probieren wir's. Sibyl, beweg dich. Ah ja, so ein sexy Gang. Ist er nicht knuffig? Habe ich euch zu viel versprochen? Und dann erst dieser Taugenichts mit seinem genialen Arschgeweih. Geil. Langsam wird's langweilig. Ich glaube, dass der König mit uns reden will. Er ist nicht mehr König, du Dummkopf. Wir haben doch rebelliert. Ach so, stimmt ja. Also, was willst du? Ich will euch rausschmeißen. Donnerkrollen, warum lässt du es tun, dass dich dieser Wicht dauernd beleidigt? Was hat euch nachher dazu gebracht, zum Feind umzulaufen? Können wir uns nicht friedlich einigen? Nee, das passt nicht zu Sibyl. Ihr feigen Hunde passt schon eher. Ihr heimtückische Collaboratöre seid meiner Zeit nicht wert. Habt ihr beiden nichts Nutze vorhin auch dieses Donnergrollen gehört? Das war kein Donner, sondern dieser verfressene Kerl hier. Ich habe halt einen schweren Knochenbau. Mhm. Da brauche ich einfach einen kleinen Happen zwischendurch. Ja. Das sei dir gegönnt, Junge, das sei dir gegönnt. Ich frage mich, ob er zu der überhaupt eine Rüstung trägt. Können eigentlich weglassen. Er ist ja so oder so gut gepolstert, nicht? Verständlich, verständlich, wo doch die Mittagsstunde nahe ist. Ich gehe fest davon aus, dass der Koch gerade ein opulentes Mahl zubereitet. Der Typ ist so cool. Oh ja, ich kann schon fast all die erlesenen Speisen riechen. Gebratenen Schinken, Hühnchen. Ich finde, wir sollten jetzt sofort eine Pause machen. Was? Nein, das ist völlig unmöglich. Wir müssen aufpassen, dass Sibyl nicht entkommt. Aber ich habe Hunger. Aber bitte, ich laufe doch nicht weg. Wohin denn auch? Das Schloss ist von den Rebellen umstellt. Genau. Vollkommen richtig. Also gehen wir essen. Na gut, dann gehen wir eben kurz was essen. Aber wehe dir, wenn andere Rebellen uns Sibyl wegschnappen. Oh nö, ich warte hier auf euch, ne? Und bringt mir was mit vom McDonald's oder Burger King oder so. Ne? Exzellent! Die beiden Schwachköpfe hier aus dem Weg zu räumen war leichter als gedacht. Allerdings haben sie offenbar die Tür von außen versperrt. Mist, wir haben ein kleines, klitzekleines Problem, wie wir hier rauskommen. Undankbares Pack von einem Volk hält uns hier gefangen, weiß gar nicht zu schätzen, was wir alles fürs getan haben im Lauf der Jahre und...
Ich bin entrüstet. Ja? An der Stelle müssen wir uns natürlich auch fragen, wird Seville schaffen, hier rauszukommen? Ja? Wird er seinem Schicksal entrinnen können? Ja? Und wer wird dann der Nachfolger? Hoffentlich kein sanftes Arschlöchchen oder sowas. Egal. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir wieder eine Runde Seville zocken. Das Spiel wird noch viel, 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 viel kurioser. Kann ich euch versprechen. Bis dann und bleibt dran. Ciao.